Weiter geht's mit The Amazing Spider-Man. Ich habe das Kostüm mal ganz kurz gewechselt, sitze aber immer noch hier oben auf dem Empire State Building. Autsch, das muss pieksen. Und heute, nachdem wir letztes Mal Kostüme gesucht haben, würde ich sagen, wir gehen mal wieder die Hauptmission an, denn wir müssen ja für Connors noch hier die westliche Pumpstation erreichen, um ja quasi DNA einer Artenkreuzung zu suchen. Und genau das werden wir heute mal machen. Das heißt, wir springen hier mal mit einem schönen Leap of Faith, wie es Ezio auch mal so schön macht. Ja, schön, wie Spidey hier die ganze Zeit durch seine Antenne. Oh, wir sehen es hier sogar. Es passiert was. Ja, dann können wir da mal reinspringen, mal eben kurz helfen. Wenn wir eh schon in der Gegend sind. Und können auch ein bisschen buggy durch die Gegend fliegen. So, schnappen wir uns mal hier die Kiste. So, Probleme gelöst. Zivilist gerettet. Na, ist da hinten? Na, hier ist ein Comic. Schnappen wir uns den mal. Liest sich bestimmt gut. So, und dann weiter zu unserem Zielpunkt. Und ich weiß, zwischendurch seht ihr immer wieder R1 drücken für Comic-Seiten sammeln, aber man muss sich immer ein bisschen umschauen, wo die Comics sind. Und das dauert mir jetzt momentan noch ein bisschen lange. Da oben sehe ich aber einen. Hier sehe ich doch einen in der Luft. Und wer hat mich denn da angesprochen? Ach da, hier unser Zeppelin-Kumpel. Ja, zu dem können wir mal eben kurz noch, bevor wir die Hauptmission machen. Ups. Ja, mal schauen, wo wir uns diesmal bei filmen. War beim ersten Mal relativ lustig, diese Nebenmission. Ich hab was Neues für dich, Spider-Man. Wie wär's mit ein paar Tempo-Herausforderungen? Sag nicht, was du denkst. Ist total egal. Wichtig ist nur, dass du deinen Hintern sofort hierher bewegst und uns allen zeigst, dass du zu Recht Spider-Man genannt wirst. Alles klar, so will ich das sehen. Erwische die Rennsignale, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ja, schwingen wir mal darüber. Wir sehen, oh, die Zeit läuft weiter, während ich hier die Zeit anhalte, was natürlich ein bisschen merkwürdig ist. Ups. Hm, habe ich das Ding jetzt verfehlt? Wo muss ich denn da drauf? Da. Ja, Zeit ist knapp. 3 Fahren haben wir noch. So, den sollte ich wieder kriegen. So, wo ist das da auf dem Billboard? Okay. So, einer noch. So, sollte auch gemacht werden. So, geschafft. Na, wo ist er? Da oben? Ne, ist ein Heli, einfach normal, aber können wir uns mal dranhängen. Mal ein bisschen die Stadt von oben betrachten. Ja, sehr schön. Nächste Herausforderung geschafft, aber wir fliegen gerade komplett in die falsche Zeit. Dann würde ich fast sagen, lassen wir den hier mal los und dann zurück. Diesmal ohne Ablenkung direkt dahin, wo wir hin wollen. Während Peter hier unglaublich viel Spaß hat, durch die Stadt zu schwingen. Ja, wir sind ein ganzes Stück wieder weg momentan. Oh, es hat gerade ein bisschen geruckelt, würde ich fast sagen. Keine Ahnung, ob ihr so ein Video gesehen habt, aber ist das erste Mal, dass mir sowas auffällt. Denn bisher, also dafür, dass hier eine ganze Stadt dargestellt wird, läuft das erstaunlicherweise ziemlich gut. Die sind teurer geworden, aber jeden Cent wert. Ja, schöner ironischer Kommentar zu Comics. Da hat er recht, Comics nicht gerade günstig. Mal gucken, sehe ich hier noch einen? Da unten könnte einer sein. Ja, tatsächlich. Was ist das? So, und da müssen wir hin. In die Abwasseranlage. Na, klasse. Gerade erst ein neues Kostüm angezogen. Ja, ist auch komisch, dass die ganzen Story-Missionen im Grunde genommen drinnen stattfinden. Also ich hätte echt mehr erwartet, dass mehr draußen stattfindet. Ich meine, wir haben zwar diese Nebenmissionen wie Zivilisten retten und sowas, aber das hat jetzt auch nicht besonders viel Substanz. Also ich hoffe, da kommt später noch ein bisschen was, wo dann einfach mal, so wie mit Rhino, dieser Kampf draußen passiert. Ich liebe den Geruch von Abwasser am Morgen. Komm raus, Mischdings. Dr. Connors braucht deine DNA.
Ja, herrlich hier. Spidey im... in einer braunen Suppe. Boah. So, sehen wir hier. Nicht drin baden. Ja, genau, das tun wir gerade. Oh, was haben wir denn hier? Ups. Ich sag doch nicht drin baden. Oh, da haben wir doch Mole Man wieder. Komm zurück, ich hab Käse mitgebracht. Zumindest diesen angepassten Mole Man. Also für mich ist es Mole Man. Läuft der Raum jetzt hier voll? Das wäre natürlich unschön. Gucken, hier komme ich nicht so. Ja, wahrscheinlich irgendwo da oben. Irgendwas, was ich übersehen habe. Ja, es wäre jetzt auch zu einfach, wenn ich hier durch die Tür gehen könnte. Da leuchtet aber auch noch irgendwas. Springen wir hier nochmal. Habe ich das Ding nicht gerade schon... Ja, habe ich ja schon benutzt. Ja, gehen wir mal zurück da oben hoch. So. Ah, jetzt von hier interagieren. Okay. Ah. Ja, keine Ahnung, warum das von unten nicht geht. Ups. Ah, okay, das ist mein Fehler. Gut. Gut. Ich muss einfach meinen Webschwung da nutzen, vermutlich. So. Zack. Ja. Oh. Was ist denn für eine Suppe hier? Ja, Infektion, die Moment ausgelöst hat. Und das ist natürlich von der Optik her anders als die Charaktere, die wir ja kennengelernt und lieben gelernt haben. Also Moment hat man in so einer bestimmten Art und Weise natürlich immer vor Augen, aber nicht unbedingt jetzt in dieser angepassten Verdammte Version. Axt. So viele verschiedene Tunnel? Ich wollte gar nicht die große Tour. Ich sollte langsam wie eine Spinne denken. Gang wechseln. Ach so. Was war das jetzt? Also so ganz... So ganz verstehe ich gerade nicht, was mir das bringen soll. Ich sehe, ich meine hier Gang wechseln. Das war's, aber da geht's nicht her. Da mit Sicherheit auch nicht. Und wenn man jetzt mal logisch an die Sache rangeht, würde ich sagen... Ach so, hier. Hier vibriert was, wenn ich in die Richtung gehe. Ja, dann versuchen wir es doch mal. Vielleicht ist das mal ein Spinnensinn, der sich hier meldet. Da ist es. Wenn ich ganz leise bin, kann ich... Oh Mann! Die Leute verwandeln sich. Sieht aus, als wäre das Virus aggressiver als erwartet. Gut zu wissen. Ich muss mich beeilen, bevor es sich weiter ausbreitet. Ja, springen wir hier mal. Aus Luft kann ich keine DNA machen. Wo zur Hölle ist das Ding? Oh, hier ist ein Comic. Gucken wir, sehe ich hier gerade wieder irgendwas? Er ist doch hierher gelaufen. Mal gucken, vielleicht ist hier irgendwo am Rand noch ein bisschen was. Da muss ich gucken, dass ich nicht zu sehr vor durch diese Pampe laufe. Er ist doch hier durchgelaufen. Kann ja eigentlich nicht so schwer zu finden sein. Mal gucken, weil ich mich hier mal umschaue. Da glüht doch was da oben. Oder irgendwo habe ich doch gerade was glühen sehen. Da auch. Das ist merkwürdig. Also ich weiß nicht, ich habe es mir sicher gerade auch gesehen. Diese Bubbles, die hat da auch wieder. Ja, keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich haben wir einfach die falsche Tür. Versuchen wir es mal mit einer anderen Tür. Laufen wir mal zurück. Zeit, die Netze auszuwerfen und diesen Typen zu finden. Ja, wahrscheinlich muss ich in jede einzelne Tür erstmal rein und dann da... Mal gucken, wo es hier anfängt zu vibrieren. Hier vibriert es jetzt. Okay, also durch die Tür. Ja, also er spielt wahrscheinlich ein kleines Spielchen mit uns. Oh, wer durch dünne Tunnel, ja, das kennen wir okay, mittlerweile. Genug gerannt. Ich will dir nicht wehtun. Ich brauche nur eine kleine Probe. Ich gebe dir einen Lutscher, wenn es vorbei ist. Ich versprech's. Und ich sehe schon hier die Kisten, die glühen. Das heißt, Kämpfe. Ja. Schnappen wir uns direkt mal die Truhe. Ja.
festgebunden, der auch. Na, der will noch nicht ganz. Ich hab hier was für dich. Du bist erledigt. So, Problem gelöst. Interagieren. Ach so, gut, hier hinten kann ich mir was schnappen. Na, ist da noch einer? Ach da! Ja, sieh meine an. Noch mehr Treffer! Noch mehr oder war es das? Nicht doch, was war's? Hier runter. Na, irgendwo ist hier noch jemand. Ach da, sieh meine an. Dann schnappen wir uns doch mal ganz schnell hier die Propanglasflasche und machen mal ein Fass auf. So, noch irgendwo jemand. Noch irgendwo jemand ohne Fahrschein? Scheinbar nicht. Mal gucken, ob wir hier runter oder hoch können. Nee, also ich ach, da unten geht's her. Ja. Connors, ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Was ist das Problem? Die Leute da oben. Einige von ihnen verändern sich. Natürlich. Wir können im Moment nur eins tun. Finde die richtige Artenkreuzung. Wirklich? Jetzt ist das Signal weg? Egal, ich muss den Rattenjungen finden. Ich kann mein Netz als Vibrationssensor nutzen. Ah, jetzt kriegen wir eine Erklärung dafür, was wir hier die ganze Zeit machen. Das Netz als Vibrationssensor. Also vorhin einfach gemacht, ohne Sinn und Verstand. Hier geht's her. Da ist er. Kann man da nicht gerade her? Hm. Oh, warte mal. Da oben sehen wir aber irgendwas, was aussieht, als ob ich ein Foto hier machen könnte. Na, scheinbar nicht. Versuchen wir noch ein bisschen mehr gerade. Nee, auch nicht. Okay, also ist nichts, nur ein Graffiti an der Wand. So, geht's denn hier? Hier geht's auch nicht weiter. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Gucken, was sehe ich denn hier gerade? Ah, da oben geht's durch. Sehr schön. Oh, und den? Okay, da ein Netzsieb. Kann ich denn keinen von dem von hinten ausschalten? Doch, den kann ich mit der Tarnattacke rausholen. Sehr schön. Den anderen mit Sicherheit auch, wenn ich schnell genug bin. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht, wenn ich mich leise anschleiche. Da, Tarnattacke, sehr schön. Ja, so wird's gemacht. Oh, da hat mich aber irgendwas oder irgendjemand entdeckt. Der kleine Mann. Ja. Dann, Schrank, Ratte, Ratte, Schrank. So, festgebunden. Ja, das war's auch. So, jetzt schauen wir mal. Hier sind mit Sicherheit wieder oben. Da hinten sehe ich doch schon Gegner. Das heißt, wir springen mal ja, hier irgendwo an der Wand. Versuchen. Oh, das war zu langsam. Ah doch, hat geklappt. Ja, leider aber nicht für alle. Oh, jetzt, die machen aber Schaden. Dann werfen wir hier mal wieder ein paar Flaschen. Ja, das ist ja schön. Wir können die Umgebung zu unserem Vorteil ausnutzen. Binden die mal schnell fest, bevor sie... Oh, das ist aber eine Menge. Auf der anderen Seite, da komme ich schon gar nicht mehr dran. So schnell ging das. So, dann schnappen wir uns hier auch nochmal die Flasche. Ja, glücklicherweise bleiben sie direkt zu meinen Füßen liegen. Ach, wie freundlich von ihnen. So, haben wir noch welche? Da hinten, ja. Die kriegen nochmal es mit einer Kiste zu tun. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber es wäre gelogen. Ach, da hinten. Mist. Vielleicht hast du ja Flügel, wenn du wieder rauskommst. Ja, auch schön. Wenn man die über die Brüstung wirft, dann hängen sie, wie man es hier sieht, als kleines Paket da. So, wieder hoch und runter. Gut, das hätten wir. Und ich denke mal, hier geht es jetzt weiter. Oder kam ich hierher? Nee, ich glaube nicht. Was macht das Oscorp-Logo hier? Ich sage besser Whitney Bescheid. Chang hier. Ich habe eines von diesen Oscorp-Logos gefunden. Das hattest du gesucht, oder? Ja, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Augen offen halten, da sind sicher noch mehr. Bin dabei, Spider-Man. So, kleine Fotosafari hier geschafft. Fotos speichern.
Und jetzt haben wir oben kleine Zwischenziele für die Fotos eingeblendet bekommen. Ja, sind schon wieder leider zu schnell weg. Aber Container hier fotografieren war eines der Ziele. Und bevor wir jetzt hier runtergehen, machen wir einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter.